Hi Friends, ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Teil 3 des Catrice Sortiments Updates Herbst-Winter 2022, Teil 3 Lippen. Ich habe vor mir liegen, locker, 40 verschiedene Lippenprodukte in verschiedenen Farben. Farben, die wir so... In der Drogerie noch nie gesehen haben. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit und starten direkt mit einigen Lip-Swatches, mit einigen Textur-Swatches. Ich zeige euch die Farben, ich zeige euch die neuen Formulierungen. Und wir reagieren einfach mal so ein bisschen auf die neuen Produkte von Catrice. Wir haben sieben verschiedene Kategorien auch an Lippenprodukten. Und alles sieht super, super spannend aus. Das ist Teil 3. Falls ihr Teil 1 und 2 noch nicht gesehen habt, Sie sind beide bereits online und unter diesem Video verlinkt. Also da könnt ihr gerne mal raufklicken und kommt auch direkt zu diesem Video, sodass ihr da auf jeden Fall nichts verpasst. Wir haben einen Full Face, auch fast Catrice gerade, mit neun Produkten für die Augen, neun Produkten für die Base. Super, super, stand, super, super spannende Produkte. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Und ich würde vorschlagen. Let's go. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, womit ich anfangen soll, weil es einfach so viele verschiedene Sachen sind. Ich glaube, ich zeige euch erstmal die Produkte, die ich jetzt hier nicht benutzen werde. Und zwar sind das die Lip Jams. Das sind Hydrating Lip Glosse die die Lippen schnell mit Feuchtigkeit versorgen, einfach im Auftrag glänzend und nicht klebend, Verbesserung der Hautfeuchtigkeit der Lippen durch externe Studien nachgewiesen mit Minzduft. Ganz kurz erfahrungsgemäß, wenn eine Firma sowas raufschreibt, haben sie das Ganze auch getestet. Das ist super, super dünnes Eis, Sachen raufzuschreiben, die nicht nachgewiesen sind. Die keinen Einfluss auf ein Produkt oder auf den Körper haben. Also wenn die Lippen nachhaltig mit Feuchtigkeit versorgt werden sollen, dann muss das schon echt nachgewiesen werden und das ist ziemlich schwierig. Das haben sie hier. Wir haben hier einmal den Style Minze. Dann haben wir A Little Peach of Heaven. Muss ich dran riechen, einmal ganz kurz. Mm. Oh ja. Mhm. Der schmeckt so ein bisschen nach Peach. Dann haben wir den Style. You are one in a melon, also Wassermelone. Dann gibt es auch für meine fruchtigeren Freunde I Like You Berry Much mit, ja, ich würde jetzt sagen mal Blaubeere und Erdbeere. Und dann haben wir noch Straw Baby. Und das ist komplett Erdbeere. Sehen ganz süß aus, sind alle auch in so Pastelltönen. Jetzt im Vergleich seht ihr es, glaube ich, ne? So ein bisschen minzig, ein bisschen peachy, ein bisschen beigey, ein bisschen nudie. Also viele verschiedene Styles. First Impression, es ist eher wie so eine Lippenpflege, nicht unbedingt wie ein Gloss. Finde ich jetzt aber gar nicht schlecht, gerade wenn wir jetzt Richtung Herbst und Winter gehen. Bin ich nicht so ein Freund von Liquid Lipsticks, die die Lippen so austrocknen, sondern mag es dann doch eher, wenn es schön feuchtigkeitsspendend ist. Das sind so die Lippenpflegeprodukte. Es gibt hier auch noch ein Powerful 5 Glossy Lip Oil in einer anderen Farbe. Glowy Pitaya. Ist eher so ein zartes. Pink. Auch das probieren wir jetzt nicht unbedingt aus. Genauso wie die Lip Loving Overnight Lip Mask. Und ja. Kennt ihr diese Laneige Lippenmask, die ja total beliebt ist? Jupp. Vom Feeling her, vom Geschmack her. Die Lippen fühlen sich sehr, sehr weich an, ohne dass sie klebrig sind. Ich glaube, das werde ich mir gleich mal hier liegen lassen, nachdem wir hier 50 verschiedene Lippenstifte getestet haben. Finde ich gar nicht schlecht. Lippenpflege. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist. Ich benutze selten Lippenpflege, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht sollte ich das mal tun, wobei ich meistens eigentlich nicht so Probleme mit meinen Lippen habe. Aber wir wollen dich äh, den Tag vom Abend loben. Wir haben nämlich jetzt bald Winter und bald. Ihr wisst, was ich meine. Dann gibt es noch farbige Lippenpflege, ebenfalls aus der Lip Loving Reihe. Und da haben wir einmal die Farbe Cozy Rose. Das ist eher so ein zarter Ton, ein bisschen farblos. Nur eine ganz, ganz... Wobei, der hat jetzt gar keine Farbe. Auch die sollen die Haut einfach mit Feuchtigkeit versorgen und so ein bisschen pflegen mit Hyaluronsäure, Scherbutter und Kokosnussöl. Und eine Farbe, die ein bisschen intensiver ist. Erinnert mich so ein bisschen an die BB-Lippenstifter. Aber auch hier ganz, 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 ganz hart. Also da kommt kaum Farbe bei ab. So mini-minimal könnt ihr es sehen. Nicht doll. Aber vielleicht einfach für so ein No-Make-Up-Make-Up gar nicht schlecht. Und jetzt, Freunde. Haltet euch fest, als ich das gesehen habe, mir ist, ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin fast ausgerastet, weil ich, ich rechne mit viel bei Catrice. Ich weiß, sie sind super kreativ da und wir kennen mit Sicherheit alle mittlerweile die Volumizing Extreme Glosse. Die gibt es ja in verschiedenen Ausführungen, aber mit diesem Style, I can't. Gin Tonic, das Getränk überhaupt. Bin nicht so ein Freund davon, aber ich liebe den Geruch von Gin Tonic. Und das ist auch ein Volumizing Extreme Lip Booster. Und wir probieren ihn jetzt einfach mal aus. Kommt in dieser coolen grünen Verpackung. Sekunde. Nee. Das schmeckt einfach wie Gin Tonic. What? Ist es. Also, wer Gin Tonic liebt und gerne im Alltag auch mal so einen kleinen Gin Tonic-Geschmack auf den Lippen hat, also für den könnte das auf jeden Fall was sein. Ich habe ihn jetzt recht schnell wieder abgemacht, weil die Lippen werden dadurch sehr, sehr groß, sehr, sehr gut durchblutet. Und dann sehen wir die Farben nicht mehr so gut. Was es aber auch gibt, was ich ganz schön finde und was ja letztes Jahr so ein bisschen viral gegangen sind, ist der Sparkle Glowy Lip Balm. Der sieht wunderschön aus. Das kann man leider in der Kamera kaum einfangen. Da sind so. Glitzerpartikel und die sehen auf matten Liquid-Lipsticks ultra schön aus, weil sie so eine glitzerige Textur haben, das werdet ihr nicht sehen, fliegen aber auch zeitgleich nochmal so ein bisschen die Lippen und sehen einfach sehr, sehr schön auch auf der Haut aus, ganz, ganz verrückt. Jetzt, Freunde, betet bitte einmal alle für meine Lippen und lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da, denn wir werden jetzt hier unzählige, unzählige Lippenstifte auf meine Lippen bringen, wenn ihr alle Farben sehen wollt, dann hüpft gerne einmal zu Instagram oder TikTok rüber. Dort findet ihr dann wirklich auch noch mal alle Farben in einem Video komprimiert in der Reihenfolge, denn von dem haben wir 10 und von dem anderen haben wir 8. Das sind 18 verschiedene Farben und da sagen meine Lippen dann auch irgendwann Nein. Wir starten tatsächlich mit den spannenden Produkten, wobei sie sind eigentlich alle spannend. Das sind es ist eine neue Kategorie. Und das sind die Kiss Melting Gloss Sticks. Die sind ähnlich wie die Fenty, hatte auch mal sowas und Charlotte Tilbury auch. Wir tragen jetzt einfach mal die Farbe 090 auf. Das ist so eine Mischung aus Lippenstift und Gloss, ne? Also nicht so krass pigmentiert, sondern einfach eher ein bisschen softer, um ein Produkt zu sparen, ne? also Liquid Lipstick oder Lippenstift und Gloss. Hier hast du gleich beides in einem. Die sind halt immer sehr zart und man kann sie auch ganz leicht nur auf die Lippen tupfen für unterwegs. Auch die sollen so ein bisschen pflegend mit sein. Ähm, finde ich tatsächlich ganz spannend. Es gibt viele Farben. Ich blende euch hier einfach mal alle ein. Das war jetzt die 90. Wir müssen unbedingt noch eine Farbe testen, die ich persönlich super spannend finde. Und zwar ist das die 030. Ein Hot, Hot Red. Und ich liebe rote Lippenstifter. Ich trage sie jetzt nur mal unten auf. Schaut euch das an. Obwohl sie sehr glossy sind, hat sie trotzdem eine schöne Deckkraft. Und das ist ein schönes blaues Rot. Ne? Blau macht die Zähne immer so ein bisschen weißer. Sie fühlen sich sehr, sehr leicht auf den Lippen an. So, jetzt haben wir es auch oben einmal. Ihr könnt sie leicht auftragen, ihr könnt sie intensiv auftragen. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Welche ich dann spannend finde für diesen klassischen Nudie-Lip-Look, ist die Farbe 010. Die zeige ich euch jetzt hier auch nochmal. Die ist natürlich super, super leicht. Ne? Also da siehst du kaum was. Ist aber vielleicht für den Herbst und Winter mal gar nicht schlecht. Wenn man jetzt hoffentlich im Herbst, Winter keine Maske mehr tragen muss. Oder wieder keine Maske tragen muss, sagen wir es so. Ist das, glaube ich, etwas, was vielleicht für die eine oder andere von euch super, super spannend sein könnte? Und jetzt, Freunde, haltet euch fest: Es gibt die krassesten Farben überhaupt. Wir haben nämlich die Shine Bomb Lippenstifte erstmal hier in einem neuen Packaging. Und hier gibt es zehn verschiedene neue Farben. Und ich zeige euch jetzt erstmal die spannendsten Farben, weil ich glaube, das sind so ein paar Farben, die man so auch in der Drogerie selten hat. Und wir starten mit der 060. Das geht so ein bisschen in die Orange-Richtung. Ist aber gar nicht so orange wie erwartet, sondern eher so ein zarter Ton. Erinnert mich ein bisschen an den Hermes-Lippenstift, den wir mal für 60 Euro, glaube ich, gekauft haben. Hier ist Schimmer mit drin. Ne? Also, das sind keine Matten, bei dem zumindest. Der hat Schimmer mit drin. Das sieht man auch, glaube ich, an dem Etikett immer. Ja, krass. Also, hier seht ihr, dass das Etikett so ein bisschen glitzert. Hier ist Glitzer mit drin. Es ist aber nicht in allen mit drin. Also, das ist vielleicht ganz spannend zu wissen nochmal. Es sind nicht alle glitzerig. Das ist jetzt. So ein glitzeriger Lippenstift davon. Wir haben viele verschiedene Nude-Töne für alle Farben, was mit dabei. Die 0,70. Und das habe ich so in der Drogerie, abgesehen von Nix beispielsweise, noch nie gesehen. Das ist ein lila. Der hat auch einen leichten Glitzer mit drin, aber der geht so ein bisschen in die blau-silberige Richtung. Und ich glaube, wenn ihr, ihr dunklerer Hauttyp seid, könnt ihr das Wunder, wunderschön aussehen. Die sind jetzt nicht so krass pigmentiert, so so intensiv Lippenstift, Lippenstift, sondern wirklich eher wie so ein, ja, ich will nicht sagen ein Balsam, sondern einfach ein bisschen zarter, ein bisschen tragbarer. Und ich glaube, wenn man die nur so leicht drauf dann kannst du auch wirklich alle Farben tragen im Alltag. Das ist eine Farbe, wo ich sage, das ist eher vielleicht was für dunklere Haut. Da kann ich mir persönlich super, super schön vorstellen. Spannende Farbe. Lila ist ja generell die Trendfarbe in diesem Jahr schlechthin. Eine Farbe, zwei Farben müssen wir noch ausprobieren. Und zwar, das ist ein, ohne glitzeriger Ton. Das ist die Farbe 100. Und das könnte ein Favorit tatsächlich für mich sein aus der Kategorie. Ich liebe nämlich so dunkle Lippenstifte im Herbst. Vampi, uh, Vampy. Super, super Vampy. Schön kühl, aber trotzdem auch hier wieder, ne? Nicht zu dunkel, auch wenn ihr eine hellere Haut habt. Ist das, ne? Uh, auch zu dem Look. Sie fühlen sich sehr, sehr gut an. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, meine Lippen sind danach wirklich dramatisch. Ich erinnere mich an die von Essence. Die, die hatten auch zehn Farben, glaube ich, rausgebracht. Und da waren meine Lippen danach, waren die wirklich hin und her gerissen. Genauso wie ich, emotional unstabil. So haben sich meine Lippen angefühlt. Ähm, krass. Ich bin wirklich begeistert gerade so ein bisschen von den verschiedenen Farben und auch Texturen. Eine muss ich hier noch. Wo ist er? Hier haben wir so die 090, auch wieder so ein Hot Red, aber eher ein bisschen in die pinky Richtung. Oh, uh, das ist so ein richtiger Lippenstift. Also der hat richtig Bums. Wow. Okay. Den liebe ich. Der ist tatsächlich auch nochmal ganz anders als der ähm, vorhin von diesen Glossy Dingern, sondern der hat ein bisschen mehr Blauanteil tatsächlich noch mit drin. Und ist, ich will nicht sagen, matt, sondern. Nicht so glossy natürlich und sieht sehr, 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 sehr schön aus. Generell die Formulierung von denen finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich mag die Kombination. Das ist übrigens tatsächlich auch ein Look, den ich mit den neuen Catrice-Produkten gemacht habe. Also, wenn euch das wirklich interessiert, tut mir den Gefallen. Schaut euch die anderen zwei Videos an. Es war super, super viel Arbeit. Und es sind einfach alle Produkte wirklich, die ich euch zeige, dass ihr das so einen Eindruck bekommt. Und auch hier, wenn euch jetzt hier eine Farbe ganz besonders interessiert, schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Dann teste ich das Ganze für euch nochmal, so dass ihr wirklich ein Feeling dafür bekommt, welche Produkte sind wirklich gut und welche nicht. Zu guter Letzt möchte ich noch ein Gloss ausprobieren. Und das ist aus der neuen, beziehungsweise aus der neuen Farbreihe von den Better Than Fake Volume Lip Glossen. Auch hier gibt es wieder vier verschiedene neue Farben. Wir haben hier einmal die Farbe Shining Champagne, Made in Italy und Vegan. Das ist so ein. Ja, die sind so ein bisschen ähnlich wie die ähm, Fenty Diamond Gloss Bombs. Hier mit so ein paar Glitzerpartikeln drin in einer hellen Farbe. Dann haben wir einen etwas kühleren Taupe-Ton, Enhancing Ginger. Kann ich mir perfekt vorstellen für so eine klassische Maxim Giacomo Nude Lippe. Wir haben einen super coolen Boosting Brown Ton, der, glaube ich, perfekt ist für den Herbst. Und eine Farbe, die ich persönlich noch ausprobieren möchte. Und das ist Fizzy Berry. Ein klasse Liderton. Bei dem würde ich euch einen dunkleren Lippenstift empfehlen. Wahrscheinlich sogar hier aus der Shine -Bomb reihe Aber auch hier nochmal ein ganz, ganz anderes Finish. Auch trotzdem shiny, nicht matt. Matte Lippen sind nicht mehr so in, anscheinbar. Aber ich muss sagen, auch das ist eine wirklich schöne, trotzdem tragbare Farbe, die nicht so langweilig ist. Da bin ich immer so ein bisschen. Zwiegespalten bei Drogerie-Updates, dass es meistens immer dieselben Farben oder ähnliche Farben sind. Hier sind wirklich Highlight-Farben drin, die man noch nicht in der Kollektion hat. Und ich glaube, dass für jede und jeden von euch auf jeden Fall was hier mit dabei ist. Ich bin ganz gespannt, welche Kategorie euch von den Lippenprodukten am meisten interessiert. Es gibt auch noch das ein oder andere Lip-Linerchen oder einen anderen Powerful Five-Lippenstift, die als Ergänzung dazukommen sind. Aber das sind erstmal die Farben, wo ich sage: Wow! Hier haben wir wirklich einige spannende Produkte für den Herbst-Winter. Ich bedanke mich, dass ihr bei dieser Videoreihe fleißig mit dabei wart. Schaut euch gerne die anderen Teile an und hüpft unbedingt zu Instagram und zu TikTok rüber, denn da findet ihr alles noch mal ein bisschen genauer in den nächsten Tagen und Wochen. Ich habe jetzt wirklich viele neue Produkte, die ich euch auch alle gerne intensiv zeigen möchte. Und deswegen bedanke ich mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss.